Ja, hallo zusammen. Ja, das dritte Messer im Bunde vom Nino ist das IAT, das sogenannte Italian Adventure Tool. Mit Kydex diesmal. Die geht auch bombe schwer. Also da habe ich echt zu tun. Spielt sich vielleicht noch ein bisschen ein. So sieht das Ganze dann erstmal aus. Ist ausgelegt als leichtes Jagd- und Outdoor-Messer. Gängige Größe, nicht zu groß, nicht zu klein, ist auch erstaunlich leicht, finde ich. Ja, wie gesagt, der Rest dann wieder aus der näheren Betrachtungsweise. Ja, das dritte Messer im Bunde, das ist das IAT. Das ist wohl so ziemlich das gebräuchlichste von den vier Messern, was die meisten ansprechen wird. Ja, von der reinen Nutzbarkeit, sagen wir mal so. Mit dabei wieder Kydex-Scheide mit Beinriemen, abnehmbaren Gürtelriemen, ja, Tech-Lock und so Zeug könnte man ja auch befestigen. Denke ich mal mit extra Tasche noch für ein Beinmesser oder so. Das wäre erstmal die Scheide, das wäre das Messer. Ist schon ordentlich benutzt worden vom Nino, da hat er schon ein paar Säue mit verarbeitet. Ja, wie man sieht, im schwarz beschichtet, Diamantbeschichtung, erst hochglanzpoliert und dann Diamantbeschichtung drüber. Und diesmal wieder mit Loch. Griffschalen, das ist G10 mit roten Linern. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen glatt. Das ist nicht so ganz so meins, aber halt gut zum Reinigen, wie gesagt. Und dann habe ich hier noch ein Schlagelement dran. Eine Fangriemenöse, dann die Schrauben, die sind auch diamantbeschichtet, rote Liner, dann habe ich hier ein griffiges Jimping, was aber nicht einschneidet, wie man hier sieht, Clipboyenform, also ich denke mal, das geht gut rein, was ja auch wichtig ist, damit das Ding auch ordentlich schneidet. Vor allem vorne auch an der Spitze. Handgröße passt bei mir super. Ist auch noch ein bisschen Platz für mehr. Liegt auch gut in der Hand. Balancepunkt ist gut. Liegt genau hier. Also tolle Sache. Passt. Maße machen wir mal noch. Ja, nochmal. Bin ich genau bei 5 mm. Also eine gute Gebrauchsdicke. Man sieht auch, der Anschliff ist nicht bis ganz hoch. Dadurch auch noch relativ robust alles. Gesamtlänge sind wir hier bei etwa 29,5 cm. Die Klingenlänge beträgt etwa 16 cm. Ja, der Stahl, das ist der K720. Wir haben eine ziemlich hohe Härte von 61 bis 62 HRC. Ja, mir zu hart, aber gut. Ich denke beim Sauausnehmen ganz gut, weil man halt wirklich dann damit hinkommt und nicht erst nochmal zwischendrin nochmal nachschärfen muss oder so. Wie gesagt, konzipiert als leichtes Jagdmesser bzw. Outdoor-Messer. Die Spitze ist auch schön massiv. Diesmal nicht auf Null ausgeschliffen, sondern mit Phase. Wobei ich sagen muss, mir ist die Phase hinten vielleicht ein Tick zu dick.
Liegt auch gut in der Hand, kann man gut mit umgehen, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Hier oben der Punkt ist, das finde ich besonders schön hier. Dann kann man schön den Daumen reinlegen, ohne aufs Jimping zu gehen. Wenn man mal ein bisschen so arbeiten muss, zum Beispiel, ist das sehr gut. Oder dann eben hier zum So schneiden. Also finde ich hier diese kleine Mulde richtig gut. Jo, das ist ein sehr schönes Gebrauchsmesser. Wer dann so ein bisschen auf Taktik steht, ich denke, der wird dann voll angesprochen. Wer da Interesse hat, meldet sich mal bei Mino. Ich denke, da werdet ihr euch bestimmt einig. Ich denke, dass wir da dann auch einen größeren Stückzahl bauen. Ja, so viel zum IAT. Wie gesagt, gebräuchliches Messer, gängige Größe, auch schön leicht, mit Kydex, was die meisten bevorzugen, aufgrund wahrscheinlich der Reinigung etc. Ich mag natürlich Leder lieber, ist klar, aber unter dem Standpunkt vom Reinigen verstehe ich das schon. Wer Interesse hat, meldet sich bitte beim Nino. Alles weitere müsst ihr dann mit ihm besprechen. Ja, gut. Das war dann meine dritte Vorstellung zu den Messern vom Nino zum IAT. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Das war es auch schon wieder von mir. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Macht's gut.